Hallo meine Lieben, schön, dass ihr zu mir gefunden habt, schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. Ich schicke euch sonnige Grüße. In dieser Legung geht es um die kommenden 3 Tage. Wie werden diese kommenden 3 Tage sich für dich gestalten? Was wirst du erleben? Ja, was wird passieren? Das werden hier die Karten zeigen. Wenn du Lust hast, kannst du auch mich gerne unterstützen. Es gibt eine Funktion in Form von einer kleinen Spende. Ja, unter dem Video in der Leiste, da wo du auch likest und dislikest, da kannst du mir natürlich ja eine kleine Spende zukommen lassen. Ein Dankeschön. Mich auf einen Kaffee einladen, ja? Zum Beispiel. Also ich würde mich sehr freuen. Ich danke dir ganz herzlich schon im Voraus dafür und fange jetzt einfach mal an. Die kommenden 3 Tage. Die 6 der Stäbe. Die 8 der Münzen. Und die 6 der Münzen. Eine schöne Zeit. Eine schöne Zeit wartet auf dich. Also die kommenden 3 Tage werden auf jeden Fall für dich erfolgreich sein. Ja, von Erfolg gekrönt. Du wirst etwas erreichen. Du wirst etwas bekommen, etwas erzielen. Du hast vielleicht in der Vergangenheit dafür gekämpft und in den kommenden 3 Tagen bekommst du endlich die Belohnung zum Beispiel. Oder du wirst entlohnt oder, weil ich habe hier auch die Münzen, ja. Das, wofür du gekämpft hast, wo du dich irgendwie eingesetzt hast, wo du deine Energie reingepumpt hast, was zum Beispiel dich die ganze Zeit beschäftigt hat. Da wird sich endlich was Positives tun. Da wirst du endlich oben auf sein. Da gibt es einen Grund zur Freude, da kannst du auch dafür irgendwie gefeiert werden, dass du das geschafft hast. Du wirst in den kommenden 3 Tagen etwas schaffen und ich habe auch hier, dass du von anderen dafür bewundern wirst, also du wirst bewundert werden, ja, und sie werden das irgendwie mit dir feiern wollen oder du wirst mit den Menschen feiern wollen, vielleicht nur mit einer Person, aber ich habe hier doch eher mehrere. Das könnte von Fall zu Fall unterschiedlich sein und ja, du bist irgendwie die Sieger, der Sieger, die Siegerin, ja, in den kommenden 3 Tagen. Also alles, was du anfängst, sagen die Karten in den kommenden 3 Tagen, alles, auf alles, worauf du den Fokus legen wirst, wird gut gehen. Wenn es zum Beispiel Arbeit ist, weil ich habe die 8 der Münzen, ja, wenn du zum Beispiel jetzt die kommenden 3 Tage durcharbeiten willst, wirst du sehr viel schaffen. Wenn du zum Beispiel etwas zu erledigen hast, egal, es könnte zum Beispiel auch Hausarbeit sein, ja, oder irgendjemanden helfen, zum Beispiel beim Umzug oder sowas, kann sein, ja. Also das muss nicht unbedingt jetzt komplett deins sein, es könnte auch von jemand anderem sein, ja. Da wirst du sehr schnell vorankommen. Ihr werdet auch sehr schnell vorankommen, ja. Und alles, was mit dem Geld zu tun hat in den kommenden 3 Tagen, ist positiv hier in den Karten. Du könntest sogar noch was bekommen, ja. Also irgendwie könntest du einen Gewinn machen, einen kleinen Gewinn, ein Geschenk bekommen oder es kann auch sein, dass du jemandem was schenken wirst, ja. Aber hier, ich komme jetzt hier zurück zu den Karten, weil das mache ich dann gleich, erkläre ich dann gleich, ja. Hier, der Sieger, die Siegerin bist du. Mit wehenden Fahnen reitest du ein. Irgendwo. Es kann bei jemandem sein, es kann auch bei dir sein, dass du einfach in deinen 4 eigenen 4 Wänden, dass du dich wohlfühlen wirst, dass du endlich das haben wirst, was du haben willst. Ja, ich habe das hier aber auch so, dass worauf du den Fokus legst, das wird passieren, das wird sich weiterentwickeln, ja. Also in den kommenden 3 Tagen habe ich hier so, als würde so ein kleines Türchen aufgehen, ein kleines Fensterchen aufgehen, ein Portal aufgehen bei dir. Da tut sich was, wenn du durch diese Tür, durch dieses Portal durchgehst, durchschreitest,
in einer ganz bestimmten Angelegenheit, in einer ganz bestimmten Sache, da habe ich den Erfolg drin in den kommenden 3 Tagen. Da ist ein kleines Türchen, das öffnet sich und wenn du da durchgehst, dann hast du Erfolg. Und das ist auch ausbaufähig. Das bleibt nicht nur für die 3 Tage, sondern auch für länger habe ich hier. Ja? Aber diese Tür, dieses Portal ist offen innerhalb der kommenden 3 Tage. Also wenn du auf irgendetwas deine Energie lenken willst oder wenn du unbedingt was machen willst, ja, oder wenn du den Fokus auf irgendetwas ganz Bestimmtes legen willst oder vielleicht eine Person, das kann hier auch der Fokus auf einen Menschen sein, ja, da wirst du im Endeffekt Positives herausziehen können. Das wird von Erfolg gekrönt sein, egal worum es sich handelt. Vielleicht ist es was Finanzielles, vielleicht geht es hier auch sogar um die Liebe, ja, denn das ist auch hier jemand, der siegreich ist in Sachen Liebe. Und diese Karte, ich habe das hier auch so, ja, es könnte sein bei einigen von euch, nicht bei allen, könnte das von der anderen Seite sein, dass du zum Beispiel in den kommenden 3 Tagen irgendwie Annäherungsversuche erleben wirst, ja, dass jemand auf dich zukommen wird und dich erobern will im Sturm. Ganz schnell für sich gewinnen. Es kann eine neue Person sein, es kann jemand aus der Vergangenheit sein, es kann zum Beispiel auch dein Partner sein, der normalerweise immer nur auf der Couch sitzt, ja. Auf einmal, zack, möchte diese Person dich erobern, für sich gewinnen, ja. Und das passiert irgendwie plötzlich ganz schnell und du wirst dich freuen. Ja, aber wie gesagt, das ist für einige hier, dass du erobert wirst, ja, weil für die meisten hier in dieser Legung ist es so, dass du erobern kannst, jemanden oder eine Angelegenheit in Angriff nehmen und das wird alles erfolgreich sein. Also gucke in den kommenden 3 Tagen ganz genau, worauf du den Fokus legst, womit du dich beschäftigst, ja, denn da, wenn du dich mit etwas beschäftigst, dann geht diese Tür auf. Also schaue, dass du was Gutes machst, ja, also dass du was Positives machst, dass du dich zum Beispiel mit etwas Positivem auseinandersetzt und vielleicht nicht irgendwie, ja, so sauer bist und irgendwie so vielleicht auch zu traurig bist, ja, denn da kann es sein, dass diese Tür, dieses Portal sich öffnet und du schreitest da durch in den kommenden 3 Tagen und es wird noch schlimmer, ja, also eher was Gutes machen, was Positives, was dir zum Beispiel auch Spaß machen kann, wo du etwas bekommen kannst, dadurch, dass du das machst, ja, was Gutes. Ja, das sagen hier so die Karten. Also du könntest in den kommenden 3 Tagen, dir könnte etwas gelingen, was dir normalerweise auch nicht gelingen konnte, ja, bis jetzt kann dir etwas endlich gelingen. Also das sind sehr gute Karten für die kommenden 3 Tage, was ich hier so habe für dich. Und ich habe hier die 6 der Münzen. Du könntest etwas bekommen, habe ich schon gesagt. Oder du wirst etwas geben, verschenken. Das habe ich auch schon gesagt. Und es könnte sein, dass auf dich 2 Personen zukommen und etwas von dir wollen. Ja, das könnte hier auch so sein. Es ist schwierig, weil ich habe das hier so, wenn 2 Personen auf dich zukommen, du wirst dich nicht teilen können, ja. Du wirst nur die Aufmerksamkeit einer Person schenken können und die andere muss warten, macht nichts, ja. Und wenn überhaupt jemand in den kommenden 3 Tagen auf dich zukommt und um Hilfe bittet, ja, dann hilft dieser Person, setzt dich für sie ein, aber nicht so, dass du irgendwie dich dabei vergisst, ja, dass du zum Beispiel da irgendwie zu viel Energie reinsteckst, denn bedenke, du brauchst Energie für dich, für dein Projekt, für diese Sache, ja. Also wenn da jemand kommt und etwas von dir will, ja, okay, mach das aber nur ganz schnell, ganz kurz.
Fokussiere dich darauf nicht allzu sehr. Ja, so habe ich das hier. Und dann wird es gut für dich und für diese Person verlaufen. Weil ich habe das hier so in den kommenden 3 Tagen, könnte dir ein bisschen irgendwie, ja, für manche mag es Sinn machen, für manche nicht, könnte dir ein bisschen Energie entzogen werden. Ja, habe ich hier. Also nicht zu viel geben, nicht zu viel verschenken, ja, nicht zu viel Aufmerksamkeit. Denn es könnte sein, dass jemand deine Aufmerksamkeit fordert und einfach zu viel, ja, zu viel will von dir. Ja, das in den kommenden 3 Tagen. Aber ich bin noch nicht am Ende dieser Legung, sondern es geht weiter. Page der Münzen. Die Sonne, die 7 der Schwerter und die 5 der Schwerter. Okay, also, ich habe das hier so in den kommenden 3 Tagen. Ich mache das mal hier ein bisschen schöner. Dass bei dir eine Chance aufpoppen wird. Eine Chance, ein Angebot, was zum Beispiel vorteilhaft für dich sein wird, Vorteile bringen wird oder Stabilität bringen wird in dein Leben, in diese Situation. Es könnte auch sein, dass du eine Einladung bekommst und wenn du die annimmst, dann könntest du entweder hier eine schöne, ruhige Zeit verbringen dadurch oder es könnte sich etwas ergeben, wo für dich irgendwo was rausspringt, wo du etwas, wie gesagt, bekommst, erhältst, ja. Ich habe hier ein Angebot, ich habe hier für dich eine Chance, die auf dich in den kommenden 3 Tagen zukommen wird. Es ist die Chance auf Stabilität oder vielleicht ein Zuwachs, ja, auf jeden Fall ist es hier ehrlich gemeint, es hat Hand und Fuß, das ist nichts, was irgendwie überstürzt auf dich zukommt. Diese Person, die dir das irgendwie anbietet, sie hat sich das überlegt, gut überlegt. Und ja, du könntest durch dieses Angebot könntest du in Harmonie gehen. Diese Chance könnte auch Harmonie mit sich bringen. Also nicht nur, dass du dann harmonisch bist, sondern dadurch, dass diese Chance da ist und du sie annimmst und das machst, kommt automatisch noch irgendwie die Harmonie mit. Ja, stellt sich irgendwie noch zusätzlich ein. Und dadurch, dass die Sonne daneben ist, ja, es ist eine wunderbare Chance. Es ist eine glückliche Chance. In den kommenden 3 Tagen wirst du sowieso Glück haben. Also egal, was du tust, es wird sich alles ins Positive irgendwie umwandeln oder wird noch besser werden, als du gedacht hast, ja. Du reitest dem Glück entgegen in den kommenden 3 Tagen. Du bist glücklich, du hast Spaß, du kannst viel erleben in den kommenden 3 Tagen, wenn du das annehmen möchtest. Aber ich habe das hier so auf dieser Karte, dass du dem Ganzen nicht abgeneigt bist, ja. Also, dass du wirklich aus dem Vollen schöpfen wirst. Ich habe das hier so, dass du diese Chance annehmen wirst und das wird dir Glück bringen, dass du wirst sehen, gut, dass ich das mitmache, gut, dass ich das da dabei bin, gut, dass ich diese Chance wahrgenommen habe, ja, denn es sieht so aus, als wäre es einfach nur noch die ganze Zeit gut für mich sein, ja, also das, was dabei rumkommt, wird dich einfach glücklich machen. Es kann hier alles sein. Es kann hier Liebe sein, es kann Beruf sein. Ich habe hier sehr viele Münzen. Also die kommenden 3 Tage, sie werden ja so sehr bodenständig sein, harmonisch sein. Ich habe das hier, ja, das ist eine Chance, aber das ist nichts, was dich überfordern wird. Nichts, was dich irgendwie so rausbringen wird, ja, wo du irgendwie ins Wanken gerätst oder ins Grübeln gehst, sondern einfach so, ja, ich kann das machen, oh, das macht Spaß, es ist einfach.
Die kommenden 3 Tage sind einfach, einfach für dich. Das kommt einfach alles so auf dich zu und du kommst mit allem klar. Du kannst alles machen, was du willst. Dir geht es gut. Alles entwickelt sich zu deinem Vorteil, ja, mit der Sonne hier. Denn ich habe hier 2 Karten, die nicht ohne sind. Aber dadurch, dass die Sonne daneben ist, werden diese schlechten Einflüsse, ja, diese schlechten Energien, diese schlechten Begebenheiten, die da irgendwo im Nacken bei dir lauern, werden neutralisiert werden, weißt du? Also die werden dich nicht treffen. Ich habe hier so, dass jemand in deiner Umgebung falsch ist. Jemand spielt nach seinen eigenen Regeln, hält sich vielleicht nicht an die Regeln oder lügt. Es kann hier auch so sein, dass jemand dir nicht die Wahrheit erzählt, dass dich hier jemand an der Nase herumführt, dass jemand nicht ehrlich ist. Und ich habe das hier auch so, dass wenn es hart auf hart kommt, diese Person verschwindet. Also auf diese Person kann man sich nicht verlassen. Und in den kommenden 3 Tagen wird dieser negative Einfluss von diesem Menschen dich nicht treffen. Vielleicht wirst du einfach von diesem Menschen gar nichts hören. Diese Person wird nicht in deinem Umfeld sein, ja? Denn die Karten sagen generell jetzt einfach nur so als Info für dich, ja? Da ist jemand bei dir in deiner Umgebung, der. Ich habe das nicht so, dass diese Person dir was Böses will, sondern diese Person ist einfach nicht ehrlich. Das ist ein Mensch, der irgendwie für sich einen Vorteil haben möchte und die anderen, du auch, bist ihm oder ihr egal, ja? Und deswegen, diese Person macht alles, um irgendwie so am besten also am besten zu sein, zu glänzen, sich einfach zu behaupten. Das ist auch hier jemand, der sich irgendwie so ein bisschen darstellen will, auf eine so eine bestimmte Art und Weise. Ja, und wenn es Probleme gibt, Schwierigkeiten, dann ist diese Person weg. Sie ist nicht da. Sie ist nur da, wenn die Zeiten schön sind, glücklich sind, ja. Vielleicht ist auch das diese Person, die dir diese Energie entziehen will. Und in den kommenden 3 Tagen, du bist glücklich, dir geht es gut, du hast Spaß, du hast eine total tolle Chance, setzt sie um. Und diese Person ist nicht da, ja, um dir irgendwie die Laune zu verderben, um dich irgendwie runterzuziehen. Sie ist nicht da, sie ist nicht in deinem Umfeld. Und deswegen ist es sehr gut hier. Und ich habe das hier so, dass auch in den kommenden 3 Tagen, es könnte für einige von euch Sinn machen, da ist jemand bei euch, ja, der, das muss jetzt nicht jetzt in den kommenden 3 Tagen passieren. Es kann etwas aus der Vergangenheit sein. Also diese Person hat es schon früher versucht oder hat da irgendetwas gemacht in der Vergangenheit und hofft jetzt, dass diese Sache sich jetzt entwickelt und du irgendwie einen Nachteil aus diesem Ganzen irgendwie bekommst, ja, dass du benachteiligt wird, dass du zum Beispiel nicht glücklich bist, ja. Und das schlägt fehl. Ich habe das hier, das muss nicht unbedingt in den kommenden 3 Tagen sein, dass diese Person das macht, sondern das kann sein, dass sie schon irgendwie angefangen hat, diese Person schon in der Vergangenheit da was zu tun und hofft, dass das jetzt endlich zum Tragen kommt, dass jetzt diese Negativität dich erreicht, dich trifft. Das wird aber nicht so sein. Also das, was diese Person in der Vergangenheit gemacht hat, ja, das schlägt fehl. Das ist hier eine Niederlage. Diese Person erleidet eine Niederlage, habe ich so, ja. Und dir geht es gut. Du fühlst dich gut. Du hast Spaß. Vielleicht wirst du gar nichts davon mitbekommen, ja. Vielleicht passiert das irgendwie im Hintergrund, vielleicht eine Intrige oder sowas, ja. Dass du da irgendwie einen Nachteil bekommst und das erreicht dich nicht. Das schlägt fehl. Ich habe hier eine Niederlage. Aber das ist nicht deine Niederlage, weil bei dir ist die Sonne. Bei dir scheint die Sonne. Und die Sonne, diese schlechten Karten, die werden neutralisiert, beziehungsweise sogar ins Positive umgedreht. Und deswegen, ich habe hier diese Niederlage, aber ich habe hier auch in den kommenden 3 Tagen den Sieg. Also diese Niederlage wird es nicht geben.
Basta. So habe ich das hier in den Karten. Also diese Niederlage kommt nicht. Was kommt, ist der Sieg. Entweder kommt diese Niederlage nicht und es ist ruhig, du bist glücklich, alles geht gut, ja. Die Chance ist schön, du hast Spaß. Oder sogar, du, wie gesagt, du kannst sogar hier siegreich sein, erfolgreich sein in den kommenden 3 Tagen. Ich habe das hier so, dass das wirklich alles sein kann. Das kann jemand von der Arbeit sein, was ich hier so sehe. Ja, kann, weil ich habe hier Münzen. Das könnte auch eine falsche Person auf Arbeit sein. Also passt da ein bisschen auf und schau dich ganz genau um. Ja, denn irgendwo in deinem Rücken, das sagen mir die Karten hier, ist jemand, es könnte wie gesagt auf Arbeit sein, der dir irgendwie nicht wohlgesonnen ist, ja. Aber du hast die Sonne. Du hast die Sonne und diese Person, zumindest in den kommenden 3 Tagen, wird aus dieser Intrige nichts, ja. Wird aus diesem ganzen geplanten irgendwie, ja, hier was gemacht, da gemacht, damit endlich zum Beispiel, dass du stolperst, ja. Ich habe das hier so, also im übertragenen Sinne stolperst, ja. Das wird aber nicht passieren. Das wird nicht passieren. Und ich habe diese Person ziemlich enttäuscht hier drin liegen, ja. Und das ist natürlich auch gut so, weil was soll das? Und ja, also du hast Glück. Die kommenden 3 Tage sind super. Du hast Freude. Dir geht es einfach gut. Mehr kann ich jetzt so nicht sagen. Und ja, die negativen Einflüsse, also wirklich, also die negativen Einflüsse in den kommenden 3 Tagen, die werden neutralisiert werden, beziehungsweise alles wendet sich zum Positiven, zum Guten, ja, für dich. Ja, das war's auch schon von mir. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du hier bei mir vorbeigeschaut hast, dass du dir diese Legung angeguckt hast, ja. Du kannst natürlich mir ein Feedback da lassen, in den Kommentaren vielleicht was schreiben. Du kannst natürlich auch meinen Kanal abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Du kannst auch ein Like da lassen. Das ist natürlich auch sehr, sehr schön für mich. Dann ich freue mich riesig. Und ja, ich wünsche dir wunderschöne kommenden 3 Tage, eine wunderschöne Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste. Das sind die Karten, die ich in dieser Legung verwende. Alles steht unten in der Beschreibung, unten in der Infobox.